Es ist natürlich schön, dass wir es so deutlich gewinnen konnten. Ja, ich glaube, es war ein gelungener Test. Ich glaube, wir konnten viel umsetzen. Was das Trainerteam von uns verlangt hat, woran wir die Woche intensiv gearbeitet haben. Und ich glaube, ein 4:0 ist auch im Trainingsspiel nicht gang und gäbe. Ja, für uns war es einfach wichtig, unabhängig vom Ergebnis einfach, dass wir die Sachen versuchen umzusetzen, dass wir versuchen, gutes Gegenpressing gut nachzurücken. Auch versuchen, von hinten rauszuspielen, immer wieder uns in Positionen bringen, wo wir herausspielen können. Und das, denke ich, ist uns über weite Strecken gut gelungen. Und ja, wie gesagt, da war es unabhängig von dem Ergebnis. Es ist natürlich schön, dass wir es so deutlich gewinnen konnten. Aber letztendlich war es wichtig, die Dinge umzusetzen, die wir im Training einstudiert haben. Wir wollten Dinge verfeinern, verbessern eben. Ich glaube, der Ansatz war schon erkennbar, seit Florian Kohfeldt hier ist mit seinem Trainerteam. Und ja, die Entwicklung wollten wir einfach fortsetzen. Und da war die Woche sehr, sehr wichtig dafür. Und wie gesagt, auch das Testspiel heute. Und ich glaube schon, dass man gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, vor allem sehr viel davon sehen konnte.